Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light, The Day of the Tomorrow. Wir sind in der Kanalisation, weil wir, was wollen wir? In die Altstadt wollen. Und wir schwimmen nicht im Scheißwasser da unten. Wir schwimmen sicher nicht im Scheißwasser. Deswegen gehen wir hier durch. Und ich habe gehört, dass in der Kanalisation mehr los sein soll, beziehungsweise gefährlich sein soll. Deswegen habe ich mir eigentlich eine gute Waffe gebastelt, aber die will ich jetzt doch nicht verwenden. Weil mir der Ruxpook hat gesagt hat, dass noch schwieriger wird. Fuck, wir schwimmen im Kackwasser. Oh, ich sehe Kacke in meinem Gesicht. Wie bist du darauf gekommen? Okay. Hier hoch wahrscheinlich. Houdini, wow. Oh Gott. Nicht so laut. Okay. Das ist wie ein Labyrinth, oder? Sind wir schon da? Hier kommt man nicht drüber. Doch, man könnte vom Haus da reinspringen. Egal, lass mal. Hier so ein bisschen weitergehen. Ich will nicht zu lange hier in der Kanalisation bleiben, weil Wendigkeitspunkt. Warte kurz. Rutschen wäre nicht schlecht, wenn wir fliehen müssen. Oh fuck, also ich glaube, wir werden was fräsen gehen. Alles klar. Ganz kurze Folge, ich schere. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis hin zum Altstadt. Fever. Ich glaube, wir müssen noch runter. Rock spricht schon weg. Okay. Hier ist zu. Also Leute, ich würde sagen, das war's auch von mir, weil ihr euch. Viel weiter gehe ich nicht, weil ich hätte auch keine Ahnung. Ach. Nee, da gehen wir nicht hin. Jetzt nicht. Aber deswegen würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir verpissen uns im Kackwasser. Weil wir können uns die Zombies ein weniger antun. Oder auch nicht. Dann gehen wir hier rauf. Und damit verabschiede ich mich mit einem, dass wir deine von der kurzen, sorry, aber Essen geht vor. Ciao.